Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben gerade eine Mission erfüllt und werden jetzt erstmal unsere Luft prüfen. Bist du auch für das nächste Fairground-Update als Statist angefragt worden? Ich habe das abgelehnt. Bei sowas wird mir immer schlecht. Aha. Und hier unser Gast da für die ganze Schicht, Hubi-Fan. So. Wir wollen es nicht spritzen, wir wollen die Druckprüfung machen. Kann eigentlich so ein Reifen platzen? Das ist in Ordnung, das ist ja auch in Ordnung. Einlassbefehl für Florian 8. Von der Landstraße beim Brunsdorfer Wald kam eine Alarmierung rein. Hier kam es zu einem Wildunfall. Dann mal los mit euch. Florian 8 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Wir werden mal nachher am besten ausprobieren, was passiert, wenn man die Luft zu hart aufdrücken tut. Schon die Lenkung besser. Sag mal, kann es sein, dass der Wagen massiv zur Seite wegzieht? Ja. Den Luftdruck der Reifen kontrolliert. Das solltest du auf jeden Fall mal prüfen, wenn wir auf der Reise sind. Ja, ich habe. Dann habe ich entweder zu wenig draufgepumpt, irgendwas vergessen, oder ich habe zu viel draufgepumpt. Das stimmt nicht überein dann. Uncool. Sag mal, kann es sein, dass der Wagen massiv zur Seite wegzieht? Hast du den Luftdruck der Reifen kontrolliert? Das solltest du auf jeden Fall mal prüfen, wenn wir wieder auf der... Ja, habe ich kontrolliert, Mensch. Musst du mir nicht zweimal sagen hier, das gibt's ja auch nicht. Da sind auch die Kollegen. Ich habe eine Seite zu viel aufgepumpt, Mensch. Die andere Seite nicht so viel. Mensch, Zeit doch mal nicht zu schön. Florian 8 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Ich könnte eine Geschichte erzählen aus meiner Dienstzeit. Mann. Was? Ja. Achso, nee, sorry. Der steht leider nicht im Weg. Ah. Nicht mal Geschichten kann er erzählen, ich glaub's nicht. Wir sollten nachher unbedingt dann auch gleich unseren Feuerlöscher. Austauschen. Denn wir werden ihn öfters heute noch brauchen. Öfters. Ach, obwohl, der reicht noch aus, um oben nicht austauschen. So, jetzt befreien. Wo war jetzt nochmal die Rettungsschere? Hier war sie nicht, also andere Seite. Wir haben Zeit. Wir haben viel Zeit. Sag mal, warum steht hier eigentlich... Naja, egal. Wie heißt es so schön? Frau am Steuer, ungeheuer. Sieht mal, was da passiert ist. Sie hat ein Tier umgebracht.
So, jetzt kommen wir mit. Ab ins Krankenhaus. Ablegen. Ölbinde mit den. Ja, ich hätte jetzt auch zuerst am liebsten die Autobatterie gemacht, aber wer weiß, was dann passiert. Ach, wisst ihr was? Wir machen das mal anders. Wir machen es jetzt nach meinen Regeln. Wir nehmen jetzt zuerst die Autobatterie raus. Ach, das geht nicht. Sehr traurig. Wozu gibt es ein Inventar? Ja? Wozu gibt es überhaupt so eine 1, 2, 3, 4 Slot, wenn man es nicht benutzen kann? Das ist doch kacke. Hätte man sich das mit den Slots sparen können, weil man nicht Scheiß-Werkzeug nehmen kann, was man in der Hosentasche stecken könnte. Leute, wollt ihr mich verarschen? Scheiße. Endlich. Ich hab jetzt wirklich gedacht, das will jetzt mich hier verarschen, und will das nicht. Jetzt haben wir noch eine Minute. Schaffen wir. Da. Ja, also geht doch. So, du hast auch. Florian 8 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Ja. Melde den Einsatz hiermit ab. Ich bin gut, wa? Und zu. Ja, und wer schleppt das Auto und wer nimmt das Tier mit? Und warum steht die hier so dumm rum? Da ist eine Patientin, die muss ins Krankenhaus. Mann, seid ihr Mitarbeiter? Nee. Bei mir geht alles auf Druck. Und bei denen. Naja, prüfen wir jetzt unsere Reifen. Man kann nicht mal lenken. Falls ich es noch nicht erwähnt hatte, ich heiße übrigens Herbert. Du darfst mich aber auch gerne weiter PC-11 nennen. Freut mich. Hey. Wir müssen unbedingt die Reifen machen, weil sonst passiert noch ein Unglück. Hoffentlich werden wir heute wieder nicht vom Chef nach Hause geschickt. Wir wollen pünktlich fertig werden. Meine Güte, was hier wieder los ist? Kannst du mal sehen. In der Stadt ist immer was los. Sag mal,
Kann es sein, dass der Wagen massiv ja. Ja. Den Luftdruck der Reifen mal kontrolliert? Ja. Ich werde es auf jeden Fall mal prüfen, wenn wir wieder auf der Wache sind. Mach ich. Das ist eine Nervensäge hier. Junge, nee. Florian 8 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. So, aussteigen. Aufmachen. Reinfahren. Wieso drück ich R? Einsatzbefehl. Oh nein. Aus Grundau kam eine Alarmierung rein. Hier ist es ausgelaufen. Begib dich bitte umgehend dorthin und nimm das Schiff mit dem Bindemittel auf. Dann mal los mit euch. Florian 8 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Grün. 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 Ich kann heute mal schlafen. Letztes Mal konnten wir schlafen, aber ob wir diese Nacht schlafen werden, weiß ich nicht. So, die Reifen sind auch viel besser. Das freut mich. Der Wagen ist dreckig. Wir müssen mal langsam wieder waschen, wenn wir Zeit hätten. Machen wir schlicht Ende. Wir behalten den Fahrbahn im Blick und den Verkehr. Dann setzen wir den Lenker um. Jetzt erklärt er mir wirklich am allen Ernstes, wie ich so fahre. Die Fahrplan im Blick. Die Fahrbahn im Blick. Setz den Blinker vor den Unfall. Lecker Nick oder Masche. Das kann er sagen, wenn er im Fahrsimulator ist. Platz da. Mann, ich sag's dir. Da war ich gestern Abend mit meiner Freundin im Kino und den treff ich da mit meiner Frau. Und ich hab ihr Begleiter und bin angesehen. Florian 8 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Selbst schuld, du Penner! Mann, Mann, Mann. Für so ein bisschen Ölfleck. Seid ihr für Waschlappen? Bisschen Öl. Ist der Weltuntergang, ne? Ich kann's nicht glauben. Aber naja. In unserer Welt fahren sie einfach manchmal drüber und... Ja. Naja. Wir haben Zeit. Haben wir nicht. Die Zeit ist jetzt um. Ich kann nicht singen, nicht mehr reimen.
Achso, ist jetzt verriegelt. Florian 8 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Ja, ich sehe, wir sind am Ende mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über und um noch freuen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Feuerwehr 2014, die Simulation. Also, bye bye.